für die Junioren. Es ist der Preis der Familie Hans Arndt Riegel aus Bonn und der Ehrenpreis wurde gestiftet von Reitsport Hinrichs aus Essen. Ich darf Ihnen noch kurz die Jury vorstellen. Ich dabei Herr Harry Lorenz, ich dabei C, Herr Klaus Ritter und Richter bei M, Herr Wolfgang Schierlau. Wir erwarten pünktlich um 10 Uhr den ersten Starter in dieser Bahn. Das ist die Programmnummer 660, Fioretto Festival. Ein 8-Jähriger in Westfalen gezogener Dunkelfuchswallach von Fiano, Mutter von Funkenmeer. Er wird geritten von Lena Backers. Sie reitet für die Reiterfreunde Luisenhof. Ja. Den fand ich richtig gut, haben wir beide gerade gesagt. Den fand ich richtig gut zum Schluss. Genau. Das ist unverständlich, ne? Das ist, als wenn das so sein muss, damit man mit dem Punkt klarkommt. Als wenn damit die. Weil, weiß ich nicht. Das geht nicht. Thank you.
schönes Bild. Herzlich willkommen euch allen. Es war wirklich toller Sport, den ihr hier heute gezeigt habt. Top schwere Linien in euren Chören. Und der Pferdesportverband Rheinland ist ja wirklich ganz besonders dafür bekannt, dass hier Dressursport vom allerfeinsten, nicht nur im Lager der Ponys, Junioren und jungen Reiter, sondern auch im Reiterlager abgeliefert wird, das auf absolut höchstem internationalen Niveau. Ihr habt heute wirklich mal wieder bestätigt, dass der Pferdesportverband Rheinland ganz, ganz vorne mitspielt. So auch unsere Sieger. Da steht die 8 Jahre junge Westfälin von Basic und Dimension Boccaccia. Und Helen Erbe, der Förderkreis Dressur Neuss, gewinnt heute 74,75%. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Helen. Und dazu gratuliert dir zunächst einmal Klaus Ritter, der Chefrichter bei C, hat gemeinsam mit Harry Lorenz und mit Wolfgang Schierlo den Preis der Familie Hans-Andriegel in Bonn bewertet. Und es gibt für dich die schöne Rose und einen dicken Knutscher von Heidi van Thiel, deiner Verbandsjugendwartin und der Bundesjugendwartin. Die Blume gegeben vom Haus Blumen de Klerk in Aachen. Der Ehrenpreis gestiftet von der Firma Reitsport Hinrichs in Essen. Und wir gratulieren an dieser Stelle Mechthild Brinker. Sie ist die Zuchtstätte von Boccaccia und Britta Becker, der stolzen Besitzerin dieser erst 8 Jahre jungen Westfälin. Und schauen dann auf Rang 2 mit 73,875%. Geht die silberne Schleife an Summer Rose, Oldenburger Sir Diamond Tochter und Romy Allard. Und wiederum in den Förderkreis Dressur Neuss. Dann wird heute dritte Allegro HL, Arcolot Blut, holsteinisch gezogen und Anna Pramsche Fahrradgemeinschaft Buchholzhof Mülheim 69,208%. Gefolgt von dem Hannoveraner Desperados und Dimension de Russ mit Dina Badach wird es für den Förderkreis Dressur Neuss Rang 4, 69,166%. Ja, und bislang könnte man sagen, der Meisterapplaus, Rang 5 für Fioretto Festival, ist Felisch, 8 Jahre jung, der Fiano-Sohn sind die Reiterfreunde Luisenhof im Sattel Lena Backes, erhält 68,625%. Gefolgt von Rang 6 für Double Diamond mit Felicia Lammerting, der Reiterverein Lanzenhof Krefeld, 67,333% für die beiden. Und dann kommt der Niederländer Sunny Boy Nachkomme Sunny Man mit Luise Ostermann, Akademischer Reitclub Bonn, 66,875% heute und Platz 7. Und der Reit- und Fahrverein Hünxe wird 8. Jano Forana, Valentino Tochter Valencia und Isabel Bottermann heute 64,583%. Vorteil, auch, Konkurrenz in der eigenen Familie zu haben. Absolut. Und herzlichen Dank, dass ihr da wart, Mädels. Alle Augen noch einmal an unsere Sieger, Boccaccia und Helen Erbe, die den Preis der Familie Hans-Andriegel in Bonn gewinnen. Mädels, auf geht's zur Ehrenrunde. Viel Spaß dabei. Boccaccia und Helen Erbe gewinnen heute die dritte Wertungsprüfung der Junioren und werden am Ende bei den rheinischen Meisterschaften die Silbermedaille gewinnen. Summer Rose und Romy Allard die Goldmedaille. Allegro und Anna Pramschufer werden mit Bronze ausgezeichnet. Wir sehen uns später am Tag und sagen den jungen Damen erst einmal Tschüss, bis heute Nachmittag.